Jo! Howdy, Leute, servus, guten Morgen aus dem Bikepark. Servus, bis Ladis. Ich hab Bock, es ist schon ein Jahr her, seit wir das letzte Mal waren. Es ist die zweite Station vom Roadtrip. Ich hab Bock, ich hab auf jeden Fall Bock, Strada del Sol zum Ballern. Und diesmal habe ich ein bisschen mehr Federweg am Start. Deswegen werden wir das ja einmal die. Ja, ich weiß gar nicht, was das für die DH ist, aber auf jeden Fall die DH fahren. Aber ich glaube, hauptsächlich wird halt Strada del Sol geballert, weil es einfach eine mega geile Jumpline ist. Und ich hab Bock, habe ich schon gesagt, dass ich Bock hab. Ich hab richtig Bock, das Wetter ist schön. Gestern Nacht hat es geregnet. Das heißt, dass alles perfekt grippig ist. Also besser kann es eigentlich gar nicht sein. Wir fahren jetzt Fahrrad. Ich darf jetzt gar nicht lang. Ja, Bock, wir fahren. Hey, fühl mich jetzt? Ja, sexy. Sexy. Go Power Rangers! So, guten Morgen. Warm werden. Erster Run des Tages. Strada del Sol. Aber die Conditions sind ja perfekt nach dem Regen gestern. Ein bisschen langsam ist es noch. Juhu! Boah. Ich glaube, ich habe hinten ein Luftproblem. So, nächste Runde auf der Strada del Sole. Ein bisschen mehr Druck jetzt in die Reifen. Machen wir einen schönen Tabletop. Da auch. Jawohl, der geht. Ja, Mann! Da hast du zu viel gebremst. Ah, jetzt kommen wir wieder auf den neuen Sprung zu. Wow, der schiebt schon nach oben. Nice. Oh, sorry! Langsam geht's in die Beine. Da war keine Landung mehr. Wir kommen auf den fetten Buh dazu. So, den. Jo! Boah, der erste, der war ein bisschen zu weit, gell? Oh mein Gott! Jo! Jetzt schauen wir uns mal die Hillbill an, oder wie die heißt. Das ist die Downhill-Strecke ins Surfhaus. Easy going. Da ist man gern zu schnell. Okay. Ja, gut. Schauen wir jetzt vielleicht erstmal langsam rein. Bin schon direkt mit 18. Linewall. Okay. Okay. Gut. Das ist schon sehr grob.
Jo. Jo. Die Länge hätte ich jetzt nicht erwartet. Oh. Okay. Ziehen wir ab. Bam, drüber. Jetzt glaube ich, muss ich mich rechts reinsetzen, dass ich schön auf den Sprung zukomme. Genau, da ist nämlich der Sprung. Okay. Schönes Gap. So, bam. Jetzt wird es relativ eng und kurvig, das ist keine schnelle Strecke. Vielleicht wird es auch schneller, wenn man sie öfter fährt. Ich weiß es ja nicht. Okay, in dem Rockgarten ab. Oh, das wäre voll schön gewesen. Schafberger, das hätte ich machen können. Ja, das ist ja eine schöne Landung. Okay, das wenn man gewusst hat, hat sich der Schafberger natürlich die Strecke nicht ganz angeschaut. Das wenn man gewusst hat, hätte man sich da noch weiter schießen lassen können. Zack, da geht man mal über den Baumstamm. Da die Kurve. Hui! Oh, ist das eine spaßige Strecke. So, geht's jetzt hier rein. Boah, ganz schön enge Kurve. Bis zu deppert. Jetzt mal, da kommt man auch die Sprünge raus. So, jetzt brauche ich Sprit. Ich habe Durst. Yo, Drew is on fire. Fast. Ja. Ja. Das kann man zählen lassen als drüber. Ja. Nice, richtig gut. Nice, nice, nice. Boom. Hi. Da ist aber jetzt jemand ganz schön vom Winde verdrückt worden. Bikepark Surfhouse Over and Out war echt geil. Die Daniel hat mir richtig Spaß gemacht. Strada del Sol sowieso geile Jumpline. Den neuen Sprung, den wir da unten reinbaut haben, ist echt geil. Da schießt sich gut nach oben, macht gut Spaß. Könnte ich mir auch vorstellen, mal mehr dran zu machen. Es geht jetzt weiter. Man sieht es im Panorama vielleicht schon. Wir fahren jetzt gerade in die wunderschöne Schweiz, beziehungsweise sind schon in der Schweiz. Ich hätte echt nie gedacht, dass Schweiz so wunderschön ist, gell? Nächstes Video kommt an aus dem Bikepark Lenzer Heide. Wenn sie uns in die Schweiz reinlassen, das kann sein, dass sie uns irgendwie... Jetzt haben wir schon in der Schweiz. Das war's aus dem Bikepark Servus fürs Lades. Nächstes Video kommt, wie gesagt, aus dem Bike Kingdom Lenzer Heide. Ich hab schon mega Bock. Wir haben jetzt so 2 Stunden Fahrt vor uns ungefähr, bis wir dann im Campingplatz sind in Lenzer Heide. Bin schon ein bisschen müde, aber das werden wir schon runterreißen. Genau. Bis dahin, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonnieren und so weiter und so fort. Genau. Schafberger out.